Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute fahre ich, wir haben sehen im Hintergrund vielleicht ein bisschen Schotter. Wir fahren jetzt ein kleines Stückchen noch Schotter, den Rest der Strecke allerdings auf der Straße, weil ich halt gedacht habe, ach, ich fahre heute einfach mal Straße. Und dann kam ich hier lang und habe mir gedacht, gut, ne, nehmen wir das einfach mal mit. Ich habe ein bisschen was verändert. Ihr seht das dicke Ding vielleicht auch gerade im Gesicht baumeln. Ich habe da noch mal so ein bisschen so ein Puzzle drauf gemacht, sag ich mal. Mal gucken, wie das ist. Ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Geschichte. Ja, kleine feine Rundtour und es ist schön warm draußen. Ich bin jetzt hier auch mit T-Shirt quasi unterwegs. Das T-Shirt übrigens, Link unten in der Beschreibung, falls ihr da Interesse dran habt. Für alle Offroad- oder Tenere-Fahrer und oder Tenere-Fahrer natürlich. Ne? Hier passt natürlich perfekt. Ansonsten, ja, würde ich sagen, fahren wir los, den Rest bequatschen wir einfach unterwegs, würde ich sagen, ne? Also denn, ja, auf geht's. Feine Sache! Heute ein sehr kontroverses Thema mal. Und zwar kommt da auch gerade ein Moped-Fahrer. Guckt dir das mal an. Das ist keine Tenere, aber sagen wir mal hallo. Sick is sick. Das war, glaube ich, eine Triumph. Heute, kontroverses Thema, habe ich ja schon gerade erwähnt. Und zwar Elektromobilität. Ja! Sowohl Auto als auch Motorrad. Ich denke mal, weiß ich nicht. Fangen wir mit Motorrad an, denke ich mal. Da gibt es ja auch schon die ein oder anderen Maschinen, die jetzt natürlich nicht so weit verbreitet sind wie Autos. Was gibt es denn da? Energica und Zero, die sind eigentlich die beiden großen. Energica weiß ich jetzt so aus dem Kopf nicht, wie viel Reichweite die Kisten haben und so, die Specs. Ich weiß nur von der Zero SRF, glaube ich, heißt die Kiste. Dass man da mit einer Akkuladung um die 200 Kilometer schafft und irgendwie 6 Stunden braucht, um voll zu sein. Denn das Ding lädt nur mit 3,6 Kilowatt. An dieser Stelle muss ich einmal kurz dazwischen gehen. Dann, ich habe ein bisschen Quatsch erzählt, die Zero SRF ist in der Standardvariante in 80 Minuten aufgeladen, in der Premium-Variante 60 Minuten. Reichweite wird mit 250 innerorts, mit Power Tank nennt sich das Ganze 320 Kilometer. Das ändert sich auch nicht in der Premium-Variante. Von daher, ja, diese kleine Anpassung. Ich bin mit einem etwas älteren Stand. Das war, glaube ich, von den alten Zeros noch, als es nicht die SRF, das aktuellste, neueste Modell gab. Von daher, das kann sein, dass ich hier zwischendurch noch mal 2-3 Mal reinkomme. Also weiter mit dem Video. Ist natürlich ein bisschen mau, sage ich mal. Aber tendenziell, nee, das waren, glaube ich, sogar mehr als 200 Kilometer mit dem Range Extender, also mit dem großen Akku oder Zusatzakku oder was das da war. Aber weiß ich gerade, ich blende es einfach mal hier ein. Ich habe es gerade vergessen. Also irgendwas mit 2 waren es auf jeden Fall. Und ja, das ist natürlich für große Touren ist das natürlich nichts. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Energica ist. Ansonsten schneide ich hier nochmal was rein. Ja, da bin ich wieder. Genau, die Energica Eva SS oder wie auch immer die heißt, 9 Plus seit diesem Jahr, 2021 am Modell. Kann, die hat einen CCS-Stecker optional, den muss man natürlich zukaufen oder zubuchen. Da haben wir das so, dass die Kiste innerhalb von mit CCS 22 kW, ansonsten nur 3 kW Lader mit Typ 2. CCS oder Schnellladen würde innerhalb von etwa 30 Minuten von 20 auf 100% gehen. Von 20 bis 80 sind es ungefähr 15 Minuten. Daher, ja, das ist der aktuelle Stand, das ist sehr gut, 22 kW für ein Motorrad, finde ich gut,
sollte man auf jeden Fall mindestens einbauen, sage ich mal, um die Elektromobilität zu fördern. Und ich würde sagen, nicht mehr lang schwafeln, ab wieder zurück ins Video. Ja, also 3,6 Kilowatt für große Touren ist das natürlich echt nicht geeignet. Das muss ich mal zugeben, auch wenn ich der Elektromobilität sehr positiv... Tja, und nu? Das ist natürlich doof. Gibt's hier eine Umleitung? Nee. Doch, gibt es. Pass auf. Nee, hier hört die Umleitung auf. Das ist ja auch geil. Da drehen wir mal hier um. So, was wollte ich jetzt? Jetzt geht's weiter, genau. Für lange Touren ist natürlich scheiße. Für mich so als Zweitmotorrad für Touren hier zu Hause, sag ich mal, vollkommen ausreichend. 200 Kilometer oder 280 Kilometer, da kann man schon eine kleine Tagestour machen. Das ist ja schon mal aktuell gar nicht so schlimm. Für große Touren, ja, da musste ich noch ein bisschen was tun. Gar nicht mal an der Akkugröße, weil die Akkus sind verhältnismäßig klein, sodass man hier eigentlich relativ schnell wieder Saft reinkriegt, wenn die Ladetechnik da drin stärker ist. Ich sag mal, 11 kW wäre gut, 22 kW wäre top, 50 kW wäre, würde ich sagen, Maximum. Mehr sollte man da gar nicht machen müssen. Ist die Frage, ob das von der Größe alles her auch in ein Motorrad reinpasst. Das ist so die spannende Frage. Ich weiß es leider nicht. Ich bin kein E-Auto-Bauer-Experte, sag ich mal. Daher, vielleicht kann ich hier gleich abkürzen oder nicht. Wir probieren das mal. Von daher, ja, weiß ich nicht, kann ich da jetzt so viel nicht drüber erzählen. Und jetzt muss ich mal gucken, wo das war. War das hier schon? Ich glaube, da vorne, ja. Fahren wir doch ein bisschen Offroad. So. Und ja, bei E-Autos, da sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Ich habe schon mich sehr mit diesem Thema beschäftigt, als Alternative zum Verbrenner. Und das ist natürlich, also so langsam, wenn man keinen Tesla, also wenn man fahren möchte und auch Langstrecke, kommt man um einen Tesla aktuell eigentlich nicht rum, zumindest für diesen Preis. Mercedes hat zwar den EQS auf den Markt gebracht, aber der ist ja eher was für Leute mit ein bisschen mehr Geld. Der kostet ja irgendwie über 100.000, ich weiß es gar nicht, 180 oder so in die Richtung. Ich weiß es, bin mir gerade nicht sicher. Der soll zwar seine 700 Kilometer schaffen irgendwie, im optimalen Fall, aber ist natürlich nichts für den Normalbürger. Für den Normalbürger ist halt schwierig zu sagen. Klar, so ein Model 3 mit 40.000 Euro kann sich vermutlich auch nicht unbedingt jeder leisten. Ist aber, sage ich mal, im Grunde so, ja, ist quasi Mittelklasse. So wie halt eine C-Klasse oder ein Dreier oder ein Golf. Nee, Golf nicht, Passat meine ich, so die Richtung. Klar, die gibt es teurer, je nachdem mit welcher Ausstattung. Beim Model 3 hat man natürlich im Grunde alles drin, außer hier diese Autopilot-Funktion. Auch unglücklicher Name eigentlich, aber okay. Und ja, das Ding lädt vernünftig. Du hast ein gutes Ladenetz dafür. Du kannst natürlich auch die anderen Ladestationen mitnehmen. Und wie gesagt, das Ding lädt halt vernünftig schnell nach. Gibt es mittlerweile auch andere, die ein bisschen schneller nachladen. Ioniq 5 zum Beispiel mit seiner 800 Volt. Technologie wie im Porsche Taycan.
Da waren es, glaube ich, von 10-80%, muss ich lügen, 18 Minuten, 20 Minuten, unter 30 auf jeden Fall. Und kommt auch seine 400 Kilometer. Daher vollkommen ausreichend. Ich hatte mal geguckt gehabt, spaßeshalber, zu meinem Kumpel nach Stuttgart, wenn ich da mit einem Model 3, der war da in dem Ding mit drin, in dem Konfigurator-Teil, es war zwar Beta irgendwie, warum auch immer, aber jetzt muss ich wieder links, okay. Dann fahren wir doch links. Nee, das ist für mich rechts, aber okay. Ja, Kalimodo, Links-Rechts-Schwäche, wa? Und da hatte ich mal geguckt, so von der Fahrzeit, naja, die 7-8 Stunden muss man eh einplanen. Und ich fahre ja auch nicht alleine da runter, so mit meiner Madame, dann wird man sicherlich einmal noch anhalten, was zu futtern, einmal anhalten, aufs Klo zu gehen. So, und diese Stops, wie will die Kamera hier, die fliegt mir immer weg. So, diese Stops nutzt man natürlich zum Tagladen. Ne? So, das war auch zum Beispiel, fahren wir vorne los, fahren nicht mehr weit, fahren 20-30 Kilometer, wenn es überhaupt so viel ist, hätten den ersten Ladestopp, passt aber perfekt, weil wenn wir losfahren, ist es früh und da ist ein sehr, sehr guter Bäcker. Dementsprechend klemmt man sich da immer, ich hatte gerade geguckt, muss ich jetzt hier rum oder wie oder was, weiß ich gar nicht. Er sagt Umleitung folgen, aber ja. Aha, okay. Ja, da steht man dann eigentlich nur, sage ich mal, 6 Minuten zum Laden nur. Aber, herzlichen Glückwunsch, ich bin schon wieder falsch gefahren. Zu viel gequatscht. Oh, das wird, Kinder, das wird heute ein sehr komisches Video. Ich sollte, glaube ich, wenn ich so fahre hier oder solche Themen irgendwie so behandle, sollte ich vielleicht bekannte Routen fahren. Okay, wo war ich? Genau, der erste Stopp wäre im Bäcker, passt quasi morgens, schöne Runde frühstücken, würde irgendwie 6 Minuten eigentlich nur sagen. Aber wenn man da ist, in einer Viertelstunde, ist das Ding wieder auf 100%. So für Langstrecke 100%, okay, sollte man euch zu häufig machen, weil wegen Akku schädlich und so. Aber dazu komme ich noch später, was für den Akku kacke ist und was nicht. So, dann geht's weiter, dann haben wir irgendwo nochmal eine halbe Stunde Aufenthalt und dann nochmal eine halbe Stunde. Das dürfte ungefähr so Richtung Mittag denn sein. Da kann man dann schön gemütlich irgendwo noch was essen, sicherlich. Und der letzte wäre dann halt der letzte Stopp mit nochmal eine halbe Stunde Pause. Allerdings nur, weil ich dann gesagt habe, ich möchte mit 50% Restakku da ankommen, falls man dort vor Ort nochmal ein bisschen hin und her fahren muss. Und falls es bei der Unterkunft, wo man hinfahren würde, keine Lademöglichkeit gäbe. Ne, das ist so die Intention dahinter gewesen. So, und ich sage eine Stunde auf 8 Stunden, was ist denn das schon? Das ist ein Achtel der Zeit. Von daher ist das eigentlich vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Pause sollte man ja so oder so machen. Und ja, passt perfekt. Von daher ist Langstrecke eigentlich auch gar nicht mal das Problem. Kommt aufs Auto drauf an, ne? Wie gesagt, mit Model 3, jo, geht. Mit einem Ioniq 5 wirst du es können, mit einem Kia EV6 wirst du es können. Mit dem ID3, ID4 wirst du es sicherlich auch können. Mit einem Renault Zoe, der ja eher erschwinglich ist, sage ich mal, wirst du es nicht können. Aber ja, grundsätzlich ist es okay.
Und irgendwie blinkt das Ding jetzt hier komisch. Weiß ich nicht warum. Ob das rot ist, fast Akku leer, weiß ich nicht. So, und dann gibt es natürlich die Kritiker auch, die sagen, ja, das ist ja aber alles nicht so schön und das Kobalt, was dann im Kongo da von Kindern abgebaut wird, das ist auch eine schwierige Sache. Ja, es gibt Kinderarbeit, ja, es gibt illegale Arbeit, aber das wird halt nur gemacht wegen der Armut dort. Weil, wenn du es natürlich illegal selbst aus dem Dings abbaust und irgendjemanden verkaufst, hast du natürlich eine höhere oder kriegst natürlich mehr Geld, als wenn du bei einem Minenbetreiber angestellt bist und dafür das Zeug rausholst. Wobei man sagen muss, die Bedingungen sind natürlich, wenn du es selbst machst, wesentlich schlechter, als wenn du wirklich angestellt bist. Da ist ja natürlich dann die Gesundheitsausrüstung, Gesundheitsschutzausrüstung ein bisschen besser als nur so ein Lappen vorm Mund. Und Kobalt ist ja auch noch nicht mal das Problem. Kobalt zum Beispiel wird zu, meine ich, ich blende mal, ich packe unten noch einen Link dazu rein, könnt ihr jetzt mal genau nachgucken, wird gerade mal so um die 10% für Lithium-Akkus verwendet. Sagen wir 15%, weil die Grafik ist aus 2017, meine ich, also 4 Jahre schon her. Hat sich ja doch ein bisschen was getan an Autos. Sagen wir, hat sich verdoppelt. Machen wir es verdoppelt, ne? Dann haben wir trotzdem, sind irgendwie 8%, sind wir bei 16, sagen wir 20% vielleicht. Was aber viele nicht wissen, Kobalt wird unter anderem auch zur Benzinherstellung verwendet. Ja, also in dem Form hier, in dem hier, wird Kobalt verbrannt, mehr oder weniger. Nicht verbrannt, es wird zur Entschwefelung von Benzin verwendet. Aber trotzdem fährt Formel Kobalt. Warum? Kobalt wird auch in gewissen Superlegierungen oder Legierungen, sagen wir es einfach Legierungen, ist gut, verwendet. Zum Beispiel Nockenwellen. Zum Beispiel Farbe. Zum Beispiel, was war das denn noch? Nockenwellen, Kolben, irgendwie, was weiß ich was. Auch wirklich im Auto. Gut, das wird sicherlich auch im Elektroauto, ne, wird nicht, wir haben ja keinen Verbrennungsmotor, da haben wir nur einen Elektromotor. Daher haben wir da natürlich einen komplett anderen Antrieb und komplett andere Dings. Wir haben ja keine Einspritzventile mehr und was weiß ich was alles, ne? Daher fällt das ja dann schon mal wieder ein bisschen weg. Und großes Plus. Im Gegensatz zum Verbrenner bzw. zum Benzin, habt ihr, wo ihr da alle seid und eventuell unschlüssig seid, ob das eventuell gut oder schlecht ist, sich so ein Ding anzuschaffen, habt ihr schon mal Benzin recycelt? Also verbranntes Benzin natürlich. Nee, ne? Geht ja auch gar nicht. Was verbrannt ist, ist verbrannt. Da kommt hinten ein bisschen CO2, CO, hast du nicht gesehen. Alles Mögliche raus. Ne? Alles das, was halt im Verbrennungsprozess entsteht. Das könnt ihr nicht wieder zu Benzin umwandeln. Das geht leider nicht. Während man diese Batterien, im ersten Schritt würde man die Dinger, wenn sie nicht mehr so viel Leistung bringen, zu Hause einsetzen als Energiespeicher für Photovoltaikanlagen. Dafür sind sie vollkommen ausreichend noch. Wenn die Dinger da irgendwann, jetzt haue ich mir schon selbst ja die Kamera, wenn die Dinger da irgendwann auch nicht mehr gut sind, dann können die Dinger bis zu, ich meine, 96-97% recycelt werden. Das heißt, das Zeug, was eigentlich drin ist, geht gar nicht verloren. Das wird wieder hergestellt. So, dementsprechend geht da eigentlich nichts verloren. Und ja, auch eine Sache, je nachdem, wenn man
natürlich zu Hause laden kann, wird das Ganze vom finanziellen Aspekt her. Anschaffung ist natürlich teuer, ja klar, keine Frage. Ist verhältnismäßig teuer, sage ich mal. Du kriegst ja ein Auto, was jetzt nicht unbedingt was oder was preislich vielleicht in der Mittelklasse liegt, sicherlich auch Mittelklasse ist, aber vielleicht nicht so groß wie so eine C-Klasse, sage ich mal. Auch wenn du doch recht viel Platz hast und so weiter, sage ich mal. Ich saß schon mal im Model 3. Dadurch, Bruder, wo willst du mit mir hin? Ich war auch erstaunt, wie groß der Kofferraum von dem Ding ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Der ist ungefähr von der Länge, Tiefe, ungefähr so wie mein Golf, den ich habe. Also Golf-Variant. Wie gesagt, der geht im Oktober, geht er weg. Kommt was Neues. Bin ich mal gespannt. Wird sicherlich cool. Werdet ihr denn sehen. Ich sag dazu noch nichts, was es wird. Es kann Elektro sein. Jetzt, wo ich hier so drüber rede, klingt das vielleicht für den einen oder anderen sehr plausibel. Es kann aber auch ein Verbrenner werden, ne? Und dann was Schickeres als der Golf. Oder ein Hybrid. Ne? Ist ja auch eine Option. Wobei ich sage, Hybrid, ja, ist ein bisschen, weiß ich nicht. Nichts Halbes und nichts Ganzes, sagen wir es mal so. Das ist eigentlich nur eine Maßnahme, würde ich sagen, von der Automobilindustrie, um ihre CO2-Ausstöße zu senken. Egal, sprechen wir gar nicht mehr darüber weiter. Es geht um die Akkus, die, wie gesagt, A, erstmal andere Zwecke bekommen können und B, recycelbar sind. Da gibt es auch schon eine deutsche Firma, kann ich mal den Link zum Video mit unten in die Beschreibung reinpacken oder hier oben verlinken. Könnt ihr euch mal angucken, ist ganz interessant. Und wie gesagt, wenn ihr zu Hause laden könnt oder eine Photovoltaikanlage sogar noch habt, ja, dann ist das Ding quasi kostenfrei, ne? Weil, also was heißt kostenfrei, ne? Natürlich, die Anschaffung der Anlage kostet Geld, das Warten kostet mit Sicherheit auch ein bisschen Geld, aber man muss jetzt keinen Strom für 30 Cent oder so einkaufen. Ne? Von daher, ja, geht das halt. Auch sonst zu Hause laden ist natürlich günstiger als an öffentlichen Ladestationen. Tesla Supercharger liegen bei, lasst mich lügen, ich glaube 33 Cent pro Kilowattstunde. Ich selbst habe einen Tarif zu Hause mit 31 Cent Kilowattstunde. Es gibt aber auch Leute, die unter 30 sind. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Komme ich nicht hin. Alle Tarife, die ich so in der Nähe bei mir oder die ich so gesehen habe, so im Vergleich, alle über 30 Cent. Keine Ahnung, wo die wohnen. Ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen egal, passt schon. Ist in Ordnung, sage ich mal. Könnte schlimmer sein. Ja, ich, wie gesagt, das ist natürlich günstiger als Verbrenner. Ist halt so. Und du hast keine Wartung. Klar, du musst irgendwann, gibt es auch einen Service oder so, sollte man mal machen. Meistens, oder sollte man freiwillig machen, besser gesagt. Du bist, glaube ich, gar nicht gezwungen. Ich weiß nicht, wie das bei den deutschen Herstellern ist. Die werden dich vermutlich doch in die Werkstatt bitten. So, wegen Garantie und so bei Tesla. Bei Tesla hast du, meine ich, keinen Service. Du musst halt mal zum TÜV mit der Kiste, ja. Klar, Verschleiß hat das Ding auch, eher wenig. Zwar die Bremsen und Fahrwerk ist natürlich auch ein Verschleißteil. Das muss natürlich dann auch irgendwann mal gemacht werden. Querlenker und sowas alles. Das hat man ja aber auch bei einem normalen Verbrenner. So dass man ja da günstig läuft, sage ich mal, was Ausgaben angeht. Auch Kfz-Steuer fällt weg. Für Leute, die das ganze Ding natürlich als Firmenwagen kriegen,
wird es auch nochmal schön günstig, weil die ja mit 0,25 besteuert werden. Und schön in der Mitte fahren mit dem Fahrrad, das mag ich auch, ne? Mit 0,25% besteuert werden. Und ich hatte mal ausgerechnet, ist fast egal, welches Auto ich nehme. Ich habe hier ein Tier in der Fresse, sage ich mal. Muss ich gleich mal anhalten. Egal welches von diesen Autos, ob ich nun ID3, ID4, Model 3, Ioniq 5, Kia EV6, egal welches davon nehme, es wird günstiger für mich in der Besteuerung als der Golf. Und der ist auch relativ günstig, sage ich mal. Ich glaube, netto kostet mich das Auto dann im Monat 100 Euro. So, da kannst du nicht meckern. Also, hätte ich das gewusst, dass Firmenwagen doch so günstig sind, hätte ich das schon früher gemacht. Hängt natürlich vom Wert ab, je teurer, desto teurer wird es, ne? Weil wird der Bruttolistenpreis wird genommen. Beim Model 3 ist es tatsächlich die Basisversion, also das SR Plus, Standard Benz Plus, weil alles andere sind nur Ausstattungsvarianten. Hatte ich vorher auch nicht gewusst. Ist interessant zu wissen, ne? Und ja, aber selbst wenn wir so einen ID3, der kostet ja auch so in der Richtung, oder ein ID4 meinetwegen, Skoda Enyaq, der ja natürlich ein bisschen größer ist. Es gibt ja leider keine Kombis aktuell. Da wäre der Enyaq eigentlich das einzige Fahrzeug, was dem ähnelt, sage ich mal. Auch interessant. Ja, also ich würde sagen, 2021 wird Akku leer. Ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, es wird natürlich nicht Akku leer, sondern ich würde sagen, 2021 wird ein sehr gutes Jahr für die Elektromobilität. Wenn man sieht, was jetzt hier alles dieses Jahr an Autos auf dem Markt oder in den letzten Jahren schon auf den Markt gekommen sind. Nicht schlecht, da bin ich mal gespannt, was nächstes Jahr passiert. Ja, ansonsten war das Video zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon vorbei. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ist ein bisschen länger geworden, wie ich jetzt gerade sehe, um die 25 Minuten. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem irgendwie irgendwo gefallen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so alles darüber denkt. Bleibt aber bitte sachlich, weil ich weiß, es ist ein emotionales Thema. Ich finde die Elektromobilität gut. Ja, vielleicht mache ich da irgendwann nochmal ein zweites Video. Je nachdem, wie das in den Kommentaren jetzt nachher aussieht. Ich weiß, es ist vielleicht nicht unbedingt was für jeden. Möchte jetzt auch nicht irgendwie sagen, jeder muss elektrisch fahren. Das ist, glaube ich, gar nicht machbar. Aber ich würde sagen, die Mehrheit oder die große Mehrheit kann auch elektrisch fahren, wenn sie es, also nicht wenn sie es will, klar, wenn sie es will, kann sie es, klar, aber auch die, die es eigentlich nicht wollen, könnten rein elektrisch fahren. Nicht alle, wie gesagt, aber ich denke die meisten. So, und dann war es das auch für heute. Bis zum nächsten Mal. Ja, feine Sache, dass ihr da wart und tschüss.